So, die wieder in die Tasche. Ach, guck mal. Ja, gut, dann nehmen wir jetzt erstmal die Sachen hier auf. Und vereinen die dann auch direkt. Also das heißt, wir machen da eben Blöcke draus. So, und so, 64 Block. So, und nochmal ein paar, 48 Block. Nein, leer, 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 leer. Leer, leer, leer. Leer. Nee, gar nicht. Zwei. Und leer. Und danke. So. Oh, drei. Einer fehlt. Okay, dann hätten wir da nochmal einen Block draus machen können. So, den haben wir jetzt. Den Rest lassen wir da gleich drinne. So. Tschick. Ne? Und für die ganzen, die wir jetzt... Wir haben gerade eben so viel gefangen, geholt. Und dann können wir gerade mal 2,5 Stacks für draus machen. Ne? Also das ist natürlich total gerecht. So. Erstmal Haier machen gehen. Ich habe jetzt keine Lust, angegriffen zu werden. Schon wieder eine Stunde am Aufnehmen. Kannst du mal gucken. Hier diese ganzen Science-Fiction-Erfindungen, ne? Also ich frage mich ja zum Beispiel, wann man echtes 3D irgendwann haben wird. Das heißt so Sachen wie bei, ich sag mal, bei Star Wars, ne? Zum Beispiel, die haben ja diese, wer Star Wars zum Beispiel, irgendein Film eigentlich, die kommen eigentlich in jedem Film vor. Dass die irgendwie kommunizieren mit jemandem und dass da dann so eine 3D-Holo-Projektion sowas ist, ne? Und das würde mich mal echt interessieren, wann es sowas geben wird, weil Fakt ist, früher oder später wird es das geben, ja? Und meistens sind dieses früher oder später gar nicht so weit entfernt, weil unsere ganze Technologie halt echt immer schneller und immer mehr wird. Ich hätte noch Holz mitnehmen sollen. Verdammt. Kann ich direkt wieder zurück. Nee, weil unsere ganze Technologie einfach immer schneller vorangeht und Sachen, die man vor ein paar Jahren noch hätte gesagt, dass die so nicht möglich sind und so, die sind ja jetzt auch schon wieder da. Zum Beispiel allein, gehen wir mal von den Handys aus, ne? Als ich noch ein Stück jünger war, also vor ein paar Jahren halt, da waren Handys waren total in, wenn die klein waren. Also das heißt, klein in eine Tasche passten. Ja, dann gab es die extra zum Aufklappen, so Aufklapp-Handys, bla bla bla. Da war von Touch jetzt nicht die Rede oder so, sondern das ist einfach nur der Komfort, ein Handy mal eben in der Tasche versenken zu können und mobiles Telefon beizuhaben. Ja, mobiles Telefon überhaupt war ja vor... Wäre oder war ja vor, sagen wir mal, 20 Jahren, nur fürs, 20 Jahren? Vor 20 Jahren? Eigentlich fast nur fürs Militär verfügbar. Ja, da gab es zwar mobile Telefone, aber die waren dann so groß wie, boah, die waren schon richtig groß. Ich weiß gar nicht, in welchem Maßstab ich das jetzt gerade erklären soll, was es heutzutage auch gar nicht mehr gibt. Ja, aber die waren schon echt richtig, richtig groß. Und heutzutage sind die erstmal mega klein und haben ein Touch-Display, ja. Das hättest du dir damals auch nicht vorstellen können, ja. Das sind so alles Sachen, die es damals, wo man echt hätte damals gesagt, du spinnst, sowas würde es niemals geben, bla 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 bla. Ja, und die gibt es heute mal ebenso einfach. Jeder hat's. Keiner will's mehr, aber jeder hat's. Nein, Quatsch. Gegenteil, jeder will sogar immer mehr. So, was haben wir hier jetzt noch? 1, 2, 3, 4 ist hier. 1, 2, 3, 4 wäre dann hier. Ich möchte so eine Achterbreite haben. So. Ja, prima. Und jetzt zurück. Wobei wir ja dann mal überlegen... Ah, den mache ich dann, glaube ich, da drüben hin. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ah, ist okay. Ah, ich habe mir schon was ausgedacht und so und... Ne, und Telefone halt, dann guck mal einfach, mit was für Möglichkeiten ihr da jetzt ausgestattet seid heutzutage, wo man hätte gar nicht drüber nachdenken können alleine damals. Wobei, es gibt irgendwo ein Video, oh, ich glaube, der Gronkh hat das auch mal geliked, der hat das in irgendeiner Playlist mit drin, ne? Aber müsste ich eigentlich mal gucken, ob ich das irgendwo auch noch finde, beziehungsweise
raussuchen kann oder dann in die Kommentare stelle, da ist von 1900 irgendwas in den 80ern. Da hat jemand eine Prognose im Endeffekt gemacht, eigentlich ein scherzhaftes Video, wie doch die Zukunft aussehen könnte, beziehungsweise aussehen wird. Ja, und klar, die Mittel oder beziehungsweise die Vorstellung, wie das dann selber aussieht vom Design her, ja, die waren auch so ein bisschen, teilweise ein bisschen lustig, weil es halt so die Zeit einfach war. Aber von den Möglichkeiten ist eigentlich genau das so passiert gewesen, was da dann ja echt Science Fiction war, ne? Muss ich mal echt gucken. Das war ein Beitrag auch, ich glaube, vom ZDF oder so damals sogar. Die Zukunft, bla, irgendwas. Ne, wo an so Sachen wie Internet oder so noch gar nicht wirklich so zu denken war. Die tauchen da halt dann auf und muss ich mal gucken. Das war ein saugeiler Artikel, weil der halt so wirklich so viel gezeigt hat, was wir wirklich so haben halt. Und guck ich mal, ob ich das finde. Das war schon cool. Sind wir schon wieder bei über einer Stunde Laufmannerzeit. Ich muss mal gucken, wie lange ich das überhaupt jetzt mache. Heute. Was würde ich mir für die Zukunft wünschen, was es geben würde? Ich glaube, meine Wünsche, die ich mir wünschen würde, so an Errungenschaften, sind eher... Ich glaube, die sind eher sozialer Natur, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln sollte. Weil technisch wird sich sowieso alles irgendwo immer ein Stück weiterentwickeln. Ja, das ist eine Sache, die ist halt... Die liegt in der Natur der Dinge einfach, dass sich bestimmte Prozesse oder was immer weiterentwickeln. Aber was würde ich mir wirklich... Ich glaube, das sind bei mir wirklich Sachen, die sind eher so sozialer Natur. Dass man vielleicht mit der kompletten Menschheit beziehungsweise mit den... als Gesellschaft schafft, so ein Stück weiterzukommen, aufhört, gegeneinander zu kämpfen und sowas. So, nicht jetzt unbedingt Weltfrieden, aber dann sieht... Ne, weil kompletten Weltfrieden wirst du wahrscheinlich sowieso nicht herstellen können, weil der Mensch so geschaffen ist, dass er probiert, immer ein bisschen irgendwas an sich selbst zu verbessern, beziehungsweise sich selber besser darzustellen, ja, als er ist oder vielleicht irgendwas Besseres werden möchte oder so. Und ich glaube, deshalb ist Weltfrieden wirklich ein bisschen hochgegriffen, vielleicht sogar zu fantasievoll. Aber ich glaube, es ist zumindest so weit möglich, dass man nicht mehr so hart gegeneinander kämpft oder dass da ein bisschen mehr Verständnis ist. Also sind, glaube ich, meine... Ja, vielleicht wirklich eine Technologie auch zu schaffen, die einen vereint. Ich meine nicht kollektiv. Also dass man... Also kollektiv ist halt, dass alle wirklich genau die ganze Zeit immer dasselbe wollen, wissen, machen. Ist natürlich auch für den Arsch. Ja, weil man muss irgendwo Individuum bleiben. Ansonsten schaffst du das mit der Weiterentwicklung ja nicht. Weil wenn immer nur jeder genau das Gleiche isst, das Gleiche tut und das Gleiche denkt, kann ja schließlich keiner auf neue Erfindungen kommen und somit bleibt man irgendwann stecken. Nee. Also muss ja irgendwas... Nee, aber vielleicht irgendwas, ich weiß nicht. Dass man wirklich sagt so... Alle... Weil... Momentan gibt's halt Amerika, die Großmacht Amerika, sag ich mal, ja, und die Großmacht Britannien, ja, England und die Großmacht Russland und die, ja, Deutschland, ja, und bla bla bla. Und jedes Land auf der Welt hat so seine eigenen Geheimdienste und hat so seine eigenen Untersuchungszentren und sowas alles. Und bei denen arbeiten überall so mega schlaue Köpfe, die halt rund um die Uhr an den geilsten, neuesten, ja, teilweise auch tödlichsten, aber halt wirklich, ne, medizinisch besten und so Erfindungen arbeiten. Und was würde da allein an geiler Scheiße bei rauskommen, wenn du wirklich mal
diese ganzen Superintelligenten, diese Superwissenschaftler an einen Tisch setzt und denen dann einfach sagt, ey Jungs, jetzt guckt doch mal, was der andere da erfunden hat und guckt mal, wie weit wir das dann gebrauchen können, damit wir dann alle mal auf den grünen Zweig kommen. Ja, und ich sag dir, also ich sag euch jetzt da draußen, ohne Scheiß, es ist einfach so, wenn man das so machen würde, ne, weil die ganzen Regierungen und so, die arbeiten nun mal einfach gegeneinander. Das ist auch ein Fakt, genauso wie alles andere, ne, das sind so offene Fakten. Nicht umsonst waren ja die ganzen Regierungen voneinander jetzt so gegenseitig so empört, dass man sich ja gegenseitig doch abgehört hat. Ja. Und jeder wusste es eigentlich. Jeder wusste, dass man hört den anderen ja schließlich auch ab. Warum soll er das nicht auch tun? Und wenn man das machen würde, wirklich alle an einen Tisch setzen, ich schwöre euch, man könnte wahrscheinlich in wenigen Jahren, vielleicht sogar in Monaten, hätte man wirklich aktiven Mittel gegen die größten Krankheiten und degenerativen Prozesse der Menschheit gefunden. Ja? Also ich wette wirklich, dass dann Krebs und was innerhalb weniger Jahre kuriert, wirklich kuriert, nicht behandelt, ja, nicht wie Ärzte das oft machen, wie es ihnen auch vorgelebt wird, jemanden nur zu behandeln, weil mit Behandlung macht man Geld und nicht mit Heilen. Ich wette einfach, dann könnte man in wenigen Monaten, wenn man diese ganzen Geheimzentren da mal zusammenschließen würde und denen sagen würde, so Jungs, jetzt erfindet ihr aber alle mal zusammen, dann könnte man diese Sachen alle heilen. Wirklich heilen. Und wenn man ja schließlich sagt, Körper und Geist bilden immer eine Einheit und alle dann plötzlich mit einem gesunden Buddy rumlaufen würden, ja, und keiner sich mehr Angst machen müsste vor irgendwelchen Krankheiten, dann wären wir doch als Gesellschaft schon mal wieder einen ganzen Schritt weiter, oder? Das ist so mein Gedanke dazu gerade. Ich meine, erfindungstechnisch, ne? Also würde ich wahrscheinlich auch sowas wie ein Holo-Interface oder sowas würde ich wahrscheinlich auch begrüßen. Aber persönlich wünschen würde ich mir dann doch eher diese sozialen Sachen. Ich glaube, das wäre schon cool, oder? Dass man keine Angst mehr darum haben müsste, dass einem irgendein Familienmitglied abhanden kommt, nur weil der, weiß ich nicht, weil der raucht oder, ja, ich meine, Rauchen ist und bleibt eine scheiß Angelegenheit, ist einfach so, ne? Tut mir leid, wenn ich den einen oder anderen Raucher da jetzt gerade auf die Füße treten sollte, aber sind wir mal ganz ehrlich, es kostet so viel Geld und es schmeckt auch nicht, da kannst du mir erzählen, was du willst. Es hilft dir auch nicht wirklich beim Stress weiter. Da gibt es andere Sachen, die helfen viel besser. Und früher oder später macht dich das krank und die Leute um dich herum auch. Und wenn ich teilweise draußen rumlaufe und ich sehe eine Mutter, die einen Kinderwagen schiebt, ja, so eine junge Mutter, und die hat eine Zigarette im Hals, während die ihr Kinderwagen schiebt, würde ich dir am liebsten, ja, ich weiß, das soll man nicht sagen, aber würde ich dir am liebsten die Zigarette so weit in den Hals hauen, dass sie aus dem Arsch wieder rauskommt. Ja, weil das ist nun mal ein kleines Kind und das nimmt einfach mal alles viel stärker wahr und auch diese ganzen, eine frische Lunge direkt mit so einer Zigarette zu verpesten, ist einfach mal richtig abartig kriminell. Und da müsste man normalerweise auch ganz anders mit den Leuten umgehen dürfen. Aber dann auch wieder, ach, weiß ich nicht, das ist so ein Zwiespalt, weil aus Gewalt selber kann nun mal nichts Gutes werden und meistens sind das aber deine Mutter, sagen wir mal, die sowieso schon mit der Zigarette so vor ihrem Kind rumtanzt, ja. Der wirst du auch mit einem normalen Gespräch nicht eintrichtern können, dass es falsch ist, was sie da macht. Weil schließlich fehlt ihr das Verständnis, um zu verstehen, dass es falsch ist, dass sie es macht. Sonst würde sie es von vornherein nicht tun. Ist nachvollziehbar, oder? Okay, das Boot will gerade nicht. Dann lassen wir es einfach da dran. Das ist unser Geheimboot. Ah,
Ja, das ist aber bei vielen Sachen im Leben ja so, ja. Du kannst Leute ja schließlich nicht zu Dingen bewegen, wo sie vom Intellekt her gar nicht dazu in der Lage sind. Klar, man kann wahrscheinlich den einen oder anderen so ein bisschen kontrollieren, beziehungsweise ihn leiten, indem man ihm das ein oder andere verrät oder sagt, ja, und damit dazu bringen, bestimmte Aktionen auszuführen. Ja, vielleicht sogar unter Druck und Erpressung, bla bla bla, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sondern man muss ja schon, also gehen wir mal davon aus, du gibst jemandem einen Ratschlag, das hatten wir in der letzten in der Art schon mal gehabt. Ja, du gibst jemandem einen Ratschlag und der wird ihn nicht befolgen, weil er einfach sowieso schon vom Grundsatz her nicht versteht, was du dem sagen willst. Ja? Dann bringt das nichts, den anzuschreien, dann bringt das nichts, dem großartig zu erklären, warum er das da bitte tun soll oder warum er das da bitte lassen soll, weil er wird es halt so oder so nicht verstehen. Ja, es sei denn natürlich, der hat dich ganz, ganz doll lieb und so und dann tut er das dir zur Liebe. Aber gehen wir mal davon aus, es ist vom Grundgedanken wahrscheinlich eher nicht so. Nein, nicht explodieren. Ich warne dich. Nein. Hör auf. Alter. Hätte ich jetzt fast die Krise gekriegt, wenn ihr mir jetzt ein Stück von dem Steg eingerissen hätte. So. Was ist denn das für eine Musik? Die ist ja cool. Wer redet, was für eine Musik das ist, der kann was gewinnen. Ich weiß jetzt, was es ist. Ich habe es zum Glück gerade offen. Genau, wer errät, was das für eine Musik ist, der kann eine von den Gamescom-Sachen gewinnen. So. Es ist aus einem Spiel. Gefällt mir irgendwie das Lied. Ist, glaube ich, zum ersten Mal mit dabei jetzt, oder? Ich meine, also aktiv, dass es gespielt wird. Gefällt mir. Aber ich glaube, so Leute kennt auch jeder, denen man was erklären möchte oder erklären, zumindest versucht, denen was zu erklären. Und das kommt aber da einfach nicht an. Ja, ist egal jetzt, ob im Streit. Im Streit hört der andere sowieso schon mal nicht zu. Ja, da kannst du machen, was du willst. Der wird dir so... Ah, so kommt der hier hoch. Das ist ja schön, hab ich schon eine Treppe gebaut. Na komm, jetzt geht das Schwert kaputt. Nein, jetzt aber. Nächstes Schwert bitte. So. So, wo kommt der Bogenschütze? Herr Schütz, wo sind sie? So, dankeschön. Level 35 damit. Da vorne ist noch irgendwo einer. Ja, den lassen wir aber jetzt mal.